Herr Umbach, wie können Sie sich vorstellen, dass in Zukunft Gochis angebaut werden? Also ich glaube, dass der Profi und auch im Hausgarten die Gochi am besten ziehen kann, ähnlich wie Tomate, also volle Sonne, viel Licht und viel Luft. Und die Pflanze vielleicht mit 3 oder 4 Trieben an einem Stab hochziehen, der oben an einem Drahtgestell befestigt ist. Das ist, glaube ich, die beste Anbaumethode, dass ich erstmal einen festen Stamm oder Stab kriege und später dann im Winter den Schnitt mache, den Rückschnitt, weil die Gochi frosthart ist bis ungefähr minus 30 Grad. Und den Rückschnitt mache ich dann einfach entlang am Stab. Und dann komme ich nächstes Jahr ganz schnell wieder mit Austrieb und Blüte zur Ernte. Genau, dass man also einen Haupttrieb hat oder mehrere Haupttriebe und an diesen nachher das Seitenholz Früchte trägt. Genau so, ja. Voraussetzung ist ja, dass es fruchtbare Sorten gibt. Ich kann mich an die Gochi in unserem Garten und bei der Nachbarin erinnern. Ich habe sie Gochi Monster genannt, die einfach nur gewachsen sind. Sind Ihre Sorten genügend fruchtbar? Ja, also wir haben auf einem Hektar insgesamt 20 Sorten getestet und haben tatsächlich die meisten Sorten schon wieder rausgerissen und entsorgt und pflanzen jetzt eigentlich mit den Ertragssorten auf, die Freude bereiten. Die sind gesund, also widerstandsfähig gegen Krankheiten. Die sind die Turgidus speziell sehr früh, also Ertrag ab Juli und sind auch noch süß im Geschmack, sodass die Gesundheit auch Spaß machen kann. Okay, herzlichen Dank, Klaus Umbach. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.